Schnell, benutzt das Fluchtseil. Wir müssen hier raus. Okay, Spaß beiseite. Ich bin Donf204 und in diesem Video werde ich euch erklären, wie man ein Fluchtseil erstellt. Ein Fluchtseil ist ein Item bekannt aus der Pokémon-Reihe, mit dem man aus einem Dungeon fliehen kann. Dasselbe gibt es auch bei Dragon Quest, da ist es aber ein Zauber namens Hintertür und den werden wir ebenso in diesem Video erstellen. Eigentlich ist das Ganze ganz einfach, man muss nur wissen, dass es überhaupt geht. Wir gehen in die Datenbank und dann gehen wir unter Gegenstände und erstellen unser Fluchtseil. Ganz unten Maximum erhöhen und klicken auf eine freie Stelle, zum Beispiel die 31 oder in dem Fall jetzt die 32 nehmen. Und schreiben bei Name Fluchtseil rein. Bei Symbol wählen wir das Seilsymbol, das wäre die 215. Beim RPG Maker MZ. Beim RPG Maker MV dürfte es aber auch die 15 sein. Und dann bei Beschreibung könnte man reinschreiben, um einen Dungeon sofort zu verlassen oder ähnliches. Um einen Dungeon sofort zu verlassen. Gegenstandstyp. Ein normaler Gegenstand, Preis müsst ihr dann je nachdem, wie es zu eurem Spiel passt. Ich gebe jetzt einfach mal 200 ein, spielt aber gar keine Rolle. Verbrauchbar, ja. Bereich, keiner. Und Anlass nur im Menübildschirm, nicht im Kampf, weil im Kampf wollen wir kein Fluchtseil benutzen. Das wäre sehr, sehr schädlich. Effekte machen wir dann den Effekt rein, den wir brauchen. Und das wäre bei Sonstiges. Ein gewöhnliches Ereignis wollen wir starten. Drücken auf OK. Und dann sind wir mit dem Item eigentlich schon fertig. Mehr müssen wir da nicht machen. Dann gehen wir zu den gewöhnlichen Ereignissen. Wir haben gewöhnliches Ereignis 1 ausgewählt. Ihr könnt natürlich dann jedes andere x-beliebige auswählen, welches ihr dazu verwenden wollt. Gewöhnliche Ereignisse. Ich habe jetzt 1 gewählt. Wie gesagt, das nennen wir dann auch Fluchtseil. Gut. Auslöser? Keine. Lassen wir so. Wird ja durchs Item ausgelöst und hat keine eigenen Auslöser. Die Inhalte. Die Inhalte sind natürlich jetzt der wichtige Teil. Da werden wir den Spieler natürlich übertragen müssen. Dazu brauchen wir den Befehl auf Seite 2 Spieler übertragen. Aber da brauchen wir Variablen, die wir vorher irgendwo herholen müssen, um rauszufinden, wo soll denn der Spieler überhaupt hinteleportiert werden. Er soll ja vor die Tür des Dungeons teleportiert werden. Oder anderes Beispiel, zur letzt benutzten Herberge. Ihr könnt ja auch den Spieler zur letzt benutzten Herberge teleportieren. Dann nennt ihr das, schreibt in die Beschreibung nicht, verlässt ein Dungeon, sondern teleportiert dich zu der letzten verwendeten Herberge. Muss ja auch kein Fluchtseil sein, kann ein Teleportstein sein oder was auch immer. So, und wie machen wir das Ganze? Als allererstes gehen wir wieder raus aus dem Ganzen. Aber nur damit wir schon mal wissen, gewöhnliche Ereignisse, Fluchtseil. Da müssen wir dann weiterarbeiten. Wir werden nämlich jetzt Koordinaten abspeichern. Und das machen wir beim Betreten des Dungeons oder beim Verwenden der Herberge als Beispiel. Um das andere Beispiel mal. So, doppelklicken auf den Teleporter in meinem Fall und ganz oben über SE abspielen oder wenn ihr das nicht habt, auf jeden Fall über Spieler übertragen. Doppelklick, dann macht ihr Variable steuern. Variable steuern und dann wählen wir, nennen wir die Variable Fluchtseil. Zum Beispiel Map-ID, ups, genau, dann Fluchtseil X und Fluchtseil Y, okay, dann müssen wir kurz noch rausfinden, welche Koordinaten wir denn überhaupt brauchen, das habe ich jetzt beinahe vergessen, wir wollen direkt vor das Dungeon, da stehen die Koordinaten hier unten, 4, 5, also X, 4, Y, 5, Die Map-ID findet ihr, Rechtsklick auf die Map, auf Bearbeiten und dann steht hier oben ID 001. Also die 1 ist die richtige ID. Gut, doppelklicken wieder.
Gehen wir jetzt zurück. Mit Leertaste kann ich das nochmal editieren. Möchte die Map-ID einstellen auf 1. Map-ID 1. Kopiere mir das Ganze. Rechtsklick kopieren oder Steuerung C. Zweimal. Mit Leertaste kann ich es bearbeiten, wie gesagt. Nehme dann Fluchtsaal X. Und da hatten wir die 4. Wenn ihr euch erinnert. Und dann bei bei Y nehmen wir die Konstante 5. Gut. Diese sind natürlich bei euch dann andere Werte. Da müsst ihr dann, wie gesagt, die eigenen Werte ablesen. Das macht ja Sinn. Gut. Haben wir das gemacht, haben wir die Werte abgespeichert. Nun müssen wir wieder zurückgehen in die Datenbank. Hier in diese Seite. Wenn, jetzt brauchen wir eine bedingte Verzweigung, wenn die Variable FluchtSeilMapID größer ist als 0, also nicht 0 ist, dann soll der Spieler übertragen werden. Also teleportiert werden. Da machen wir dann den Befehl Spieler übertragen rein. Bezeichnung mit Variablen. Hier FluchtSeilMapID beim ersten. Bei X kommt Fluchtsaal X rein und bei Y Fluchtsaal Y. Wir drücken auf OK und übernehmen. Jetzt wird der Spieler teleportiert, aber wir müssen die Map-ID jetzt noch auf 0 setzen, weil er sich jetzt nicht mehr in einem Dungeon befindet. Das machen wir jetzt noch. Variable steuern, Map-ID und dann einstellen Konstante 0. Haben wir das auch. Dann gehen wir nochmal zurück in die Bedingung mit Leertaste. Else Verzweigung brauchen wir, eine sonst Verzweigung. Wenn die Map-ID 0 ist, also der Spieler nicht in einem Dungeon drin ist, weil darüber überprüfen wir dann, ob er in einem Dungeon drin ist oder nicht, das werdet ihr gleich verstehen. Kommt eine kleine Textsequenz, Textanzeigen, zum Beispiel kann ich aber einen Namen reinschreiben, perfekt. Professor und dann das kannst du hier nicht benutzen. Ausrufezeichen. Das kannst du ja nicht benutzen. Okay, Spaß beiseite. Und dann dürfte das eigentlich soweit ganz gut funktionieren. Probieren wir das Ganze mal aus. Dazu braucht der Spieler aber erstmal ein Fluchtseil. Das gebe ich dem Spiel. Ich erstelle einfach mal das Fluchtseil hier beim Baum. Mache ich mal Priorität wie Charakter und dann gebe ich ihm ein Fluchtseil, wenn er den Baum anspricht. Gegenstand ändern und dann hier unten Fluchtseil erhöhen, Konstante 1. Übernehmen. Testspiel. Neues Spiel. Ich spreche den Baum an, habe ein Fluchtseil, will es benutzen und dann. Das kannst du hier nicht benutzen, weil ich noch nicht in dem Dungeon drin bin. Gut. Und die Map-ID noch nicht gesetzt wurde und sie noch auf 0 ist. Wenn ich jetzt im Dungeon bin, ist die Map-ID auf 1 gestellt. Kann ich mit F9 überprüfen. Variable Map-ID auf 1, Fluchtseil X auf 4 und Fluchtseil Y auf 5, weil das wurde ja eingestellt, als ich teleportiert wurde. Jetzt kann ich Gegenstand Fluchtseil nicht benutzen, weil er es verbraucht. Okay, das ist natürlich sehr nachteilhaft. Wir müssen ein neues holen. Obwohl ich es nicht verwenden konnte, war es verbraucht. Das müssen wir dann auch nochmal ändern. Gegenstand, Fluchtseil. Und ich werde raus teleportiert. Wunderbar. Gut. Ändern wir gleich mal das Problem, dass wir das Fluchtseil auch verlieren. Obwohl der Professor sagt, dass ich es gerade nicht benutzen kann. Dann dazu werde ich hier einfach darunter noch einen Befehl einfügen. Gegenstände ändern. Fluchtseil. Und dann erhöhen Konstante 1. Das heißt, das Fluchtseil wird zwar verbraucht, aber wir bekommen es wieder. Insofern wir das Ganze nicht benutzen können.
weil die Map-ID auf 0 gestellt wurde. Jetzt haben wir das Problem aber, wenn ich in das Dungeon hineingehe, wird die Map-ID auf 1 gesetzt. Und wenn ich aus dem Dungeon wieder rausgehe, bleibt die Map-ID auf 1. Und wenn ich jetzt das Item benutze, werde ich trotzdem vor das Dungeon teleportiert, obwohl das ja nicht sein dürfte. Also müssen wir die Map-ID beim Verlassen des Dungeons wieder auf 0 setzen. Das machen wir dann beim Teleporter, der uns aus dem Dungeon rausführt. Doppelklick wieder ganz oben. Dann Variable steuern. Dann Fluchtseil Map-ID einstellen auf 0. Und schon funktioniert das Ganze. Kann ich euch nochmal demonstrieren. Neues Spiel. Wenn ich F9 drücke, kann ich überprüfen, die Map-ID ist auf 0. Wenn ich reingehe, ist die Map-ID auf 1. Wenn ich rausgehe, ist die Map-ID auf 0. Und jetzt kann ich das Fluchtseil nicht benutzen. Obwohl ich einmal drin war. Dungeon. So, das kannst du hier nicht benutzen. Das Ganze funktioniert dann natürlich dann auch auf, also mit mehreren Dungeons innerhalb des Spiels und durch die Koordinaten und die richtigen Map-IDs wird man dann auch immer in die richtige Position teleportiert. Zum Beispiel habe ich jetzt hier noch eine andere Map mit einer anderen Höhle erstellt und da kann ich das Ganze jetzt mal demonstrieren. Da funktioniert das natürlich dann. Vorher noch die Variablen checken, genau. 13 und 4. Das wäre dann die 13 und 4. Dann Variable steuern. X 13 und Y 4. Ich habe jetzt die Map-ID vergessen abzufragen. Ich plöpp. Und die Map-ID wäre die 4. Map-ID ist die 4. Map-ID 4. Okay, übernehmen. Fertig. Und beim Verlassen der Map machen wir dann Variable steuern, Fluchtseil Map-ID. Das dürfen wir nicht vergessen, auf 0 stellen. Das ist ganz wichtig. Immer wenn das Dungeon verlassen wird, wie auch immer, muss die Map-ID dann wieder auf 0 gestellt werden. So, und das Ganze müsste jetzt eigentlich auch mit der anderen Höhle funktionieren. Und das testen wir gleich. So, ich bin drin. Benutze meinen Gegenstand, das Fluchtseil. Und stehe vor der zweiten Höhle. Wunderbar. Gut. Ich hoffe, das Ganze ist soweit verstanden. Eigentlich ist es wirklich relativ easy, würde ich behaupten. Und jetzt machen wir noch das Ganze mit der Skill-Hintertür. Das ist eigentlich relativ easy. Das ist genauso einfach wie das Fluchtseil. Wir machen einen neuen Skill, zum Beispiel hier bei 232. Schreiben Hintertür. Beschreibung einfach genau das gleiche oder halt das, was für euch zutrifft. Symbol sucht ihr euch einfach irgendeins aus. Wir nehmen da jetzt einfach das hier. Spielt ja alles gar keine Rolle. Und dann Skilltyp müsst ihr selber gucken. Speziell Magie, je nachdem, was zu eurem Charakter passt. Bereich immer noch keiner. Und Anlass natürlich nur im Menübildschirm, nicht im Kampfbildschirm. Effekte sind sonstiges. Gewöhnliches Ereignis, aber nicht Fluchtseil, sondern da brauchen wir ein extra eigenes gewöhnliches Ereignis und das werden wir jetzt erstellen. Das wäre dann ein gewöhnliches Ereignis 2. Wir kopieren einfach das Fluchtseil, weil es ist im Grunde fast das gleiche. Wir müssen nur hier unten Gegenstände ändern, Fluchtseil plus 1 rausnehmen. Was man jetzt an dessen Stelle stellen könnte, gehen wir nochmal zurück zu Skills, zu unserem Skill. MP-Kosten, zum Beispiel der kostet jetzt 10 Magiepunkte, dann könnten wir dem Spieler die 10 Magiepunkte wieder zurückgeben. Das könnten wir zum Beispiel machen. Aber wir machen den Skill kostenlos, weil wir sind nette Menschen. Aber man könnte zum Beispiel
dem Spieler dann hier über MP ändern, die Magiepunkte dann wieder zurückgeben, wenn man das denn möchte. Denn das gewöhnliche Ereignis nennen wir jetzt auch hinter Tür, damit wir das dann zuordnen können und dann wissen wir auch Bescheid. Das Ganze funktioniert jetzt auch bereits, aber wir haben den Skill noch nicht gelernt und das ist natürlich ein Problem. Der Skill ist vom Typ speziell in meinem Fall und der Schwertkämpfer soll ihn lernen mit Level 1, den Skill Hintertür. Tada! Dann Akteure. Der ist klasse Schwertkämpfer. Also unser Standard Right kann diesen Skill dann mit Level 1. Probieren wir das Ganze mal aus. Starten das Spiel. Neues Spiel. Gucken, ob er den Skill wirklich beherrscht. Er beherrscht den Skill. Und Professor, du kannst das hier nicht benutzen. Wunderbar. Wir gehen hier in das Dungeon. Ups, nicht Gegenstand. Skill. Hintertür. Und ich werde rausteleportiert. Und das Ganze funktioniert dann hier natürlich dann auch. Gegenstand, Skill, speziell Hintertür. Hier funktioniert es dann natürlich nicht. Das kannst du hier nicht. Perfekt. Man könnte natürlich noch einen coolen Soundeffekt einfügen. Also einfach gewöhnliche Ereignisse über den Teleport. Einfach noch irgendwie hier SE abspielen. Irgendeinen Soundeffekt aussuchen. Man kann ja auch selber Soundeffekte dafür erstellen oder irgendwo im Internet runterladen. Natürlich nur aus legalen Quellen. Und dann kann man da irgendein Zaubergeräusch machen und beim Fluchtseil vielleicht irgend so ein Fluchtseilgeräusch, keine Ahnung. Da fällt euch bestimmt was ein. Ihr seid da, denke ich mal, sehr kreativ. Ja. Ich denke mal, das sollte soweit verstanden sein. Fluchtseil und Hintertür. Und wenn euch das Ganze auch noch interessiert, wie man das mit nur einem gewöhnlichen Ereignis löst, dann könnt ihr gut und gerne mal in meinen Livestream dazu reinschauen. Ich hatte dazu einen Livestream gemacht. Der müsste rechts oben in der Infobox jetzt aufploppen. Oder auch der Link ist in der Videobeschreibung. Der Livestream ist aber ein bisschen länger und umfasst noch ein paar andere Sachen. Also die komplette Tutorial-Vorbereitung, um genau zu sein. Und dementsprechend werde ich euch da vielleicht ein Zeitstempel raussuchen und in die Videobeschreibung packen. Da müsst ihr nicht den kompletten Stream durchforsten nach der Lösung, wo man dann beides Skill und Gegenstand, aber mit nur einem gewöhnlichen Ereignis verwenden kann. Sollte aber eigentlich nicht so wichtig sein und nicht Teil dieses Tutorials. Ich denke mal, so reicht es auch vollkommen aus. Und ihr werdet wahrscheinlich sowieso nur eins von beiden in euren verwenden. Ich hoffe, das Tutorial hat euch gefallen. Lasst einen Kommentar da, würde ich mich sehr freuen. Ihr könnt auch Tutorial-Wünsche da lassen, immer. Dann lese ich mir das durch. Ich kann nichts versprechen, ist natürlich selbstverständlich. Was ich dann am Ende wirklich mache als Tutorial und was nicht, liegt ja dann immer noch bei mir, bei meiner Entscheidung. Aber vielleicht komme ich so auf coole Ideen. Gut. Und wenn noch Fragen sind, sowieso ab in die Kommentare und lasst einen Daumen nach oben da. Das würde mich immer freuen. Und natürlich ein Abo, wenn ihr mich noch nicht abonniert habt. Tschüsseli, das war's von mir. Bis zum nächsten Mal.